wünsche einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Swing Trading in Einzelaktien. Referent im heutigen Webinar wird Martin Gösch sein. Freue ich mich sehr, dass er unserer Einladung gefolgt ist. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Bevor ich aber tatsächlich an den Martin übergebe, muss ich natürlich einmal kurz den Risikohinweis mit Ihnen besprechen. Dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Bitte auf gar keinen Fall als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist sehr wichtig. Gut, dann, lieber Martin, offiziell nochmal einen wunderschönen guten Abend. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für uns und ich übergebe sehr gerne den Bildschirm und wünsche viel Spaß. Ja, dann jetzt auch von mir hier ein ganz herzliches Hallo und schönen guten Abend an alle, die dabei sind. Ja, freue ich mich, dass doch eine ganze Menge Leute da sind, die anscheinend Interesse haben hier am Swing Trading mit Einzelaktien. Das ist auch unser Thema heute und das Ganze hat auch einen Grund, warum das so ist. Da werde ich gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Wir machen das also nicht einfach nur aus Spaß, sondern das hat hier tatsächlich einen Grund, warum wir hier heute das Thema Swing Trading in Einzelaktien haben. Ja, der Nelson hat ja gerade freundlicherweise schon den Risikohinweis hier abgeklärt. Das Ganze natürlich auch nochmal von meiner Seite. Ja, ganz wichtig, weil wir eben auch einige Analysen hier wahrscheinlich machen werden und uns ein paar Trading-Setups auch anschauen nachher, dass das eben nochmal an dieser Stelle erwähnt, keine Anlageberatung ist, keine Kaufempfehlung und so weiter. Solltet ihr, ich bleibe einfach mal beim Trader Du, ja, solltet ihr irgendwelche Trades hier umsetzen, dann macht ihr das komplett auf eigenes Risiko. Und ich muss immer noch die Offenlegung bringen, ja, dadurch, dass ich selber trade, ist es möglich und auch wahrscheinlich, dass ich in einigen der Werte, die wir hier besprechen, Positionen halte oder plane, Positionen aufzubauen. Das bitte auch dann mit berücksichtigen. Okay, ganz kurz zu mir. Martin Görsch ist mein Name. Ich bin Vollzeit-Trader, mache eigentlich den ganzen Tag nichts anderes, als mich mit den Finanzmärkten zu beschäftigen. Zum einen halt im eigenen Handel, zum anderen in der Vermögensverwaltung. Für eine Schweizer Vermögensverwaltung mache ich das im Bereich Managed Futures. Dann bin ich auch im journalistischen Bereich tätig, schreibe einen Börsendienst und auch immer mal wieder Fachartikel. Bin auch gerade wieder mit einer Serie im Traders vertreten, die sich im Übrigen auch mit dem Thema Aktienhandel befasst, sowohl Swing Trading als auch kurzfristiges Trading. Also wer da Interesse hat, kann da auch gerne nochmal in die aktuellen Traders-Ausgaben reinschauen. Was machen wir heute? Wir werden uns einmal kurz zumindest mein Konzept des Swing Trading anschauen, des Swing Trading in Einzelaktien. Dann werden wir uns anschauen, wie wir eine Trendrichtung und eine Trendstärke bestimmen können, auf eine ganz, ganz einfache Variante, ohne dass wir dafür irgendwie groß arbeiten müssen oder irgendwelche komplizierten Charts oder Indikatoren interpretieren. Das werde ich dann im Laufe des Webinars auch nochmal genau zeigen, wie das aussieht. Und wir werden uns einige Trading-Setups anschauen. Wir beginnen hier mit dem ersten Teil Konzept des Swing Trading. Ich sage vielleicht schon mal ganz kurz ein paar Worte dazu. Das, was hier jetzt gleich alles kommt, themenmäßig. Ja, das sind Dinge, die ihr bei euch zu Hause ohne Probleme 1:1 genauso umsetzen könnt. Ja, und genau deswegen zeigen wir euch das Ganze hier. Wir werden ganz am Ende noch einen kleinen Hinweis bringen. Da werdet ihr noch erfahren, wie ihr diese Dinge, die hier verwendet werden, kostenlos alle bekommen könnt. Dass ihr also im Prinzip die Möglichkeit habt, nach dem Webinar die Arbeitsoberfläche, die ich benutze, die Handelsplattform, die ich hier benutze, die ich zeige, alles im Prinzip 1:1 genauso abzubilden, wie ich das für mein Trading verwende. Und das eben ohne dafür irgendwas bezahlen zu müssen. Und das ist eine ganz außergewöhnliche Möglichkeit und eine tolle Möglichkeit, die hier geboten wird. Und ich würde auch wirklich allen empfehlen, das zumindest mal auszuprobieren, wenn ihr denn Interesse habt, mit Aktien zu traden. Ja. Aber fangen wir erstmal an hier mit so ein bisschen
Einführung. Also das, was ganz, ganz wichtig ist, wenn man tradet, egal ob man jetzt kurzfristig oder mittelfristig handelt, man sollte immer nur dann handeln, wenn man einen Vorteil im Markt hat. Also nur dann, wenn man sich in einer Situation befindet, wo man davon überzeugt ist, dass man in die eine oder andere Richtung, also auf steigende oder auf fallende Kurse, eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, richtig zu liegen, als einfach nur 50-50. Ja, dann sollte man handeln. Ansonsten eher nicht. Ja, das ist also auch etwas, was ich in meinem Trading versuche umzusetzen. Wenn ich keinen Vorteil erkenne, bleibe ich lieber flat und gehe gar nicht erst ins Risiko. Ja. Vorteile, die wir beim Traden benutzen können, ist an allererster Stelle natürlich der Trend. Muss man immer überlegen, wo kommen Trends her? Ja, im Prinzip sind Trends nichts anderes als Bewegungen, die von wirklich großen Marktteilnehmern gemacht werden. Ja, verstärkte Käufe in verschiedenen Einzelaktien, die dann entsprechend zu Aufwärtstrends führen oder eben entsprechend Verkäufe in Einzelaktien oder auch ja, nachlassende Nachfrage oder abnehmende Nachfrage. Ja, das bringt also Aktienkurse dann dazu, eben die Richtung zu wechseln und vielleicht auch für längere Zeit mal abwärts zu laufen. Typischerweise sind da fundamentale Sachen häufig im Hintergrund, die sich dann mit Unternehmensbilanzen befassen oder mit irgendwelchen technologischen Entwicklungen, irgendwelche Fortschritte, die gemacht werden in bestimmten Teilbereichen, in denen ein Unternehmen eben tätig ist. Das sind also alles Dinge, die da in diese Preisbildung mit einfließen. Aber es ist am Ende so, dass Trends gemacht werden durch großes Geld, was langfristig investiert. Ja, hängt typischerweise damit zusammen, dass die ganz großen Jungs, die ihr Geld am Markt unterbringen müssen, nicht in der Lage sind, Positionen in einem Trade oder in einer Ausführung aufzubauen, sondern dass sie einfach Positionsgrößen in ihren Depots haben oder auch Positionsgrößen handeln, die sie Stück für Stück eben immer weiter aufbauen, also quasi reinscalen. Und wenn dann Positionen abgebaut werden, dann wird da auch wieder rausgescaled. Das heißt, es sind Käufe oder sukzessive Verkäufe, die eben über lange Zeit stattfinden und nicht auf einem Preisniveau, sondern ja quasi immer wiederkehrend. In steigende Preise wird reingekauft, in fallende Preise wird rein verkauft, typischerweise. Und da kommen eben Trends her. Ja, und wenn jetzt besonders viele Orders auf einmal auftauchen oder ein Orderbuch mal besonders leer ist, dann gibt es eben schnelle, starke Bewegungen, die wir dann am Chart sehen. Und das ist das, was wir als Trader typischerweise als Momentum bezeichnen. Ja, auch das ist ein Vorteil, weil Momentum eben auch meistens irgendwelche fundamentalen Gründe hat und sich eine Momentumbewegung häufig dann auch erstmal fortsetzt. Ja. Chartmuster, Formationen sind auch immer Vorteile, gar keine Frage. Es sind Dreiecke, Flaggen, Ranges, Wimpel, alles das, was man so typischerweise immer wieder sieht und traden kann. Und dann, ich habe es gerade schon gesagt, auch Positionierungen des großen Geldes, heißt aber auch, dass wir zu bestimmten Preisleveln versuchen können zu antizipieren, wann denn große Marktteilnehmer eventuell neu dazukommen oder eben bestehende Positionen weiter aufbauen. Und wir dann versuchen können, mit unseren entsprechend kleineren Positionen uns da einfach mit rein zu bewegen und von diesem nächsten Flow, der dann kommt, entweder nach oben oder nach unten, entsprechend profitieren zu können. Ja, das sind also Dinge, die wir beim Traden als Vorteil nutzen können und viele davon oder einige davon werdet ihr dann auch gleich in den Trading-Setups wiederfinden. Ja, das Konzept, was ich da benutze, ist relativ einfach. Ich möchte gerne Stärke kaufen. Das heißt, wenn ich in Aktien investiere, egal ob kurzfristig oder langfristig, dann sollen das typischerweise Aktien sein, die sehr stark sind. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, diese Stärke zu definieren. Das kann zum einen in der Trendstärke sein, also dass wir einen stabilen Aufwärtstrend haben. Und das kann zum anderen in einer relativen Stärke sein. Das heißt, dass wir uns Unternehmen raussuchen, die sich deutlich besser entwickeln als der Durchschnitt, ja, für Positionen, die wir kaufen wollen. Oder eben, wenn wir shorten wollen, also auf fallende Kurse setzen, dass wir dann
auch möglichst schwache Aktien verkaufen. Ja, typischerweise, ich möchte natürlich nicht short gehen in einer Aktie, die eine hohe relative Stärke hat, wo ich davon ausgehen kann, dass wenn der Gesamtmarkt steigt, diese Einzelaktie noch deutlich stärker steigen wird. Da möchte ich natürlich keine Short-Position, sondern ich möchte meine Short-Positionen aufbauen in Aktien, die entweder in einem stabilen Abwärtstrend sind oder eben eine hohe relative Schwäche aufzeigen. Ja, also die sich deutlich schlechter entwickeln als der Gesamtmarkt. Das sind dann typischerweise eben auch Aktien, die in einem steigenden Marktumfeld, in dem also ein Großteil der Indizes nach oben tendiert, trotzdem fallen. Ja, also trotzdem billiger werden. Und wie gerade schon gesagt, es ist ganz, ganz häufig so, dass das Ganze fundamentale Hintergründe hat. Aber das müssen wir als Trader am Ende gar nicht wissen, denn wir reagieren ja im Prinzip nur auf die Bewegung am Chart. Das ist ein bisschen anders, wenn wir ins langfristige Investieren gehen. Da sollte man sich dann durchaus auch schon mal mit den Fundamentals beschäftigen. Aber solange wie wir nur traden, reicht uns im Prinzip die Chartbewegung, um unsere Trades aufbauen zu können und auch um unsere Ziele und unsere Stops zu finden. Idealerweise, wenn man kurz- oder mittelfristig unterwegs ist, ist man nicht long-only, sondern versucht, einen Ansatz zu fahren, der so ein Long-Short-Ansatz ist. Ja, ich weiß, dass die meisten Trader sich mit Long-Trades deutlich wohler fühlen als mit Short-Trades. Das heißt, die meisten privaten Trader sind gerade im Aktienbereich und auch im Indexbereich überwiegend auf der Long-Seite zu finden. Das ist rein statistisch, wenn man sich so die Historie anschaut, die Kursverläufe der großen Indizes über die letzten 100, 150 Jahre, dann ist das im Prinzip auch die richtige Richtung. Ja, langfristig steigen Aktienkurse. Ja. Man hat also, wenn man in einer Long-Position drin ist, prinzipiell schon mal diesen Faktor langfristige Trendrichtung im Rücken. Und damit im Prinzip auch schon mal einen kleinen Vorteil. Ja, aber nichtsdestotrotz gibt es auch immer wieder Zeiten, wo die Märkte mehrere Monate, manchmal sogar mehrere Jahre eben den Rückwärtsgang einlegen und dann entsprechend nicht mehr weiter steigen, sondern deutlich fallen. Und da macht es natürlich wenig Sinn, in diesen Phasen dann immer wieder in die fallenden Kurse Long-Positionen aufzubauen, ja, weil man halt versucht, an jeder Unterstützung irgendwie einen neuen Trade zu machen. Ja, dann kann man die 2, 3, 4, 5 Jahre davor gut performt haben und gibt dann einfach in diesen dynamischen Abwärtsbewegungen alles, was man vorher verdient hat, am Ende wieder ab. Und das ist natürlich was, was wir nach Möglichkeit vermeiden sollten. Ja. Und dementsprechend macht es natürlich Sinn, gerade als Trader auf Einzelaktien, wo wir ja auch immer wieder schwache Kandidaten finden, die über Monate und Jahre im Prinzip nur eine Richtung kennen, abwärts, macht es also durchaus Sinn, auch wenn man die Möglichkeit hat, in einzelnen Aktien einfach zu shorten. Ja, das ist jetzt bei der Hausbank meistens nicht möglich, da wo man vielleicht sogar sein Investmentdepot liegen hat. Die sind einfach nur ausgerichtet auf Long Only. Das ist eben halt, wie gesagt, auch das, was ein Großteil der Anleger machen möchte. Ja, auch die ganzen Fonds, die ganzen Aktienfonds, die sind alle Long Only. Sowas ist möglich. Man kann sich auch im kurzfristigen Bereich mit Long Only über Wasser halten. Allerdings sollte man dann auch erkennen, wann man vielleicht die Trading-Frequenz extrem zurückfährt, vielleicht auch mal komplett pausiert. Und dann in diesen Zeiten, wo es wirklich ruppig ist und diese sehr dynamischen Abwärtsbewegungen kommen, dann einfach die Füße stillzuhalten und in Ruhe abzuwarten, bis sich da irgendwo wieder ein Boden ausgebildet hat. Ja, das ist nicht so mein Ding, weil ich möchte halt auch permanent irgendwie Geld verdienen. Und von daher fahre ich ganz klar einen Long-Short-Ansatz. Und das, was ich mache, ist, ich gewichte meine Longs im Verhältnis zu den Shorts anhand des Trends des Gesamtmarktes. Das zeige ich auch gleich mal kurz so ein bisschen, wie das aussieht. Prinzipiell ist es so, je trendiger der Gesamtmarkt aufwärts zeigt, umso weniger Short-Positionen habe ich. Ja, also wenn wir uns in einem Marktumfeld befinden, wo alles steigt, dann habe ich überwiegend Long-Positionen. Manchmal bin ich sogar Long-Only. Und wenn wir dann in den Bereich kommen, wo es haarig wird, ja, wo wir auf größere Widerstände treffen, oder vielleicht längere Zeit seitwärts laufen und die Wahrscheinlichkeit für einen größeren Rücksetzer eben zunimmt,
dann fange ich halt an, so ein bisschen Short-Positionen beizumischen. Die kosten manchmal Geld. Ja, wenn sich dann der Aufwärtstrend weiter fortsetzt, dann kosten diese Short-Positionen teilweise Geld. Aber das kann man so ein bisschen auch betrachten wie eine Versicherung. Ja, eine Versicherung, die ihr bezahlt für euer Auto oder für euer Haus. Na, die bezahlt ihr jedes Jahr, noch manchmal jeden Monat sogar, je nachdem. Und meistens passiert gar nichts. Ja, und dann kostet das am Ende nur Geld. Ja, ich hatte schon oft genug Autos, mit denen ich nie einen Unfall hatte, habe aber immer schön meine Versicherung bezahlt. Das ist einfach für den Worst Case. Ja, falls was passiert, ist man abgesichert. Ja, mein Haus ist auch noch nicht abgebrannt. Ich habe aber eine Feuerversicherung muss die auch jedes Jahr bezahlen. Ja, aber mir ist noch nie mein Haus abgebrannt. Das ist aber einfach für den Fall, wenn was passiert, dann ist man eben abgesichert und dafür zahlt man quasi eine kleine Versicherungsprämie. Und so ist es am Ende mit den Short-Positionen auch. Und da ist es eben in der Art gestaltet, wenn es denn dann mal kracht am Markt, dann ist es typischerweise so, dass diese Abwärtsbewegungen sehr, sehr viel dynamischer laufen als die Aufwärtsbewegungen vorher. Ja, und da machen dann diese kleinen Short-Positionen, die man so ein bisschen dabei mischt, auf einmal richtig Musik. Und gleichen dann häufig genau das aus, was man vielleicht auf seine Longs, die noch offen sind, verliert. Ja, und wenn man dann aus genug Longs ausgestiegen ist, dann fährt man auch am Ende noch einen Netto-Profit ein mit den Short-Positionen. Ja, so ungefähr ist das bei mir aufgebaut. So, da muss ich jetzt natürlich wissen, wenn ich sage, ich möchte gerne Aktien kaufen, die in einem stabilen Aufwärtstrend sind. Ich möchte Aktien verkaufen, die in einem stabilen Abwärtstrend sind. Und genauso möchte ich wissen, welche Werte sind denn relativ stark, welche Werte sind relativ schwach. Ja, und das will ich jetzt auch gleich mal so ein bisschen zeigen. Ich habe natürlich keine Zeit, mir die ganzen zum Beispiel 500 S&P-Werte oder Russell 2000-Werte anzuschauen und jeden Chart irgendwie optisch zu begutachten, sondern ich brauche natürlich eine Möglichkeit, mir mehr oder weniger eine Automatik zu hinterlegen, die diese Werte für mich ja halbautomatisch quasi rausfiltert. Ja, und das zeige ich euch gleich mal, wie ich das mache. Wer mit Margina Trader schon arbeitet, der hat vielleicht schon mal was gehört vom Enforcer Add-on. Das wird zum nächsten Update auch nochmal den Namen wechseln. Ich glaube, das ist nicht so eine ganz glückliche Namensgebung. Das werde ich nochmal anpassen, aber im Moment heißt das Ding eben so. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit diesem Add-on Trends zu erkennen. Ja, ich habe einen eigenen Trendindikator, den ich entwickelt habe und hab den programmieren lassen. Den zeige ich euch auch gleich. Der ist ja relativ schnell. Der reagiert also flink auf Trendwechsel und zeigt gerade bei den Einzelaktien sehr, sehr schön, welche Werte gerade in einem stabilen Aufwärtstrend sind, welche in einem stabilen Abwärtstrend sind. Das ist also ein Indikator, den ich in vielen Setups mit berücksichtige und den ich auch so ein bisschen nutze, um Listen vorzufiltern. Das ist also ein ganz, ganz einfacher Indikator, wo man nur Rot und Grün ablesen muss. Mehr muss man da nicht tun. Dann gibt es etwas bei mir, das ist eine Indikatorkombination, die ist für mich dazu da, langfristige Trends zu erkennen, also wirkliche Long-Term-Aufwärtstrends. Das nutze ich auch sehr gerne, um eben in dem Investmentbereich ein bisschen besser unterscheiden zu können, welche Werte für mich gerade investierbar sind und welche eher nicht. Ja, da sind die Dinge, die da hinterlegt sind. Ein ADX-Indikator, dann arbeite ich da mit verschiedenen gleitenden Durchschnitten, die zum einen zueinander gewichtet werden und zum anderen wird eben geschaut, wie steht der Preis aktuell im Verhältnis zu verschiedenen gleitenden Durchschnitten. Und für eine Richtungserkennung, ob es, wenn es sich um einen stabilen Trend handelt, ob es ein Aufwärts- oder ein Abwärtstrend ist, nutze ich auch einen ganz, ganz klassischen Indikator. Das ist ein DI Plus und ein DI Minus. Die sind da noch hinterlegt. Das müsst ihr jetzt am Ende auch gar nicht verstehen und auch gar nicht wirklich wissen, wie es funktioniert. Aber für die, die ein bisschen tiefer in der Materie drin sind, die haben jetzt vielleicht ein ganz gutes Bild, was da hinterlegt ist. Und jetzt zeige ich euch einfach mal, wie das Ganze aussieht. Da schalten wir auch gleich nochmal rein, entsprechend in die Plattform. Wie gesagt, am Ende
zeige ich euch noch, wie ihr diese Handelsplattform kostenlos bekommen könnt, wie ihr dieses Add-on kostenlos bekommen könnt, zumindest für eine begrenzte Zeit, um einfach mal zu schauen, ob das für euch eine sinnvolle Geschichte ist, ob euch das im Trading mit Einzelaktien weiterbringt, wo ich ganz, ganz schwer von ausgehe. Ja, das ist im Prinzip hier mal so ein Screenshot einfach aus meiner Handelssoftware. Und ich will mal kurz zeigen, was da drin ist. Ich hole mir mal gerade schnell noch ein Zeichentool hier rein. So, da kann ich das hier ein bisschen besser machen. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe zum einen einen Indikator hier drin, der sich Long-Term Trend nennt. Ja, der interessiert mich auch tatsächlich nur auf der Long-Seite, weil das eben überwiegend auch fürs Investment gedacht ist. Der interessiert mich auf der Short-Seite nicht so sehr. Aber es gibt auch einen kurzfristigeren Trend. Ja, das ist der, der hier zu finden ist. Und der interessiert mich sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite. Der ist also für mich dazu da, um, so, jetzt mache ich immer gerade den Ton aus. So. Der ist für mich also auch dazu da, um ja einmal quasi zu filtern, ob ich ein Setup, was sich in der Long-Richtung entwickelt, zum Beispiel, ob ich das traden möchte, oder auch ein Setup, was sich auf der Short-Richtung entwickelt, ob ich das traden möchte. Ja, und das zeige ich euch mal ganz kurz. Das, was hier enthalten ist in diesem Gersh-Up-Down-Indikator, das ist zum einen der Also, das ist zum einen der Trendindikator hier auf dem Tageschart. Ich habe hier immer zwei Zeitebenen angezeigt. Das obere ist der Tageschart, das untere ist der Wochenchart. Ja, das ist jetzt erstmal egal, was das für ein Wert ist, der hier drauf ist. Aber da sind diese beiden Indikatoren hinterlegt. Also es ist der gleiche Indikator in unterschiedlichen Zeitebenen. Ich möchte also einmal sehen, wie ist der aktuelle Trend auf dem Tageschart und wie ist der aktuelle Trend auf dem Wochenchart? Ja, und wenn jetzt beide klar in die Long-Richtung zeigen, dann kriege ich das hier dargestellt über dieses grüne Feld Gersh Up. Ja, und dann weiß ich, okay, diese Werte sind definitiv im Tageschart gerade in einem Aufwärtstrend und im Wochenchart gerade in einem Aufwärtstrend. Und jetzt haben wir ja eben schon gesagt, der größte Vorteil, den wir finden können, ist der Trend. Ja, und deswegen nutze ich das auch wirklich für jede einzelne Transaktion, um das einmal kurz abzuchecken, in welche Richtung läuft der Trend. Und was ganz wichtig ist, am Trend zu verstehen: je größer die Zeitebene ist, die wir betrachten, umso größer sind quasi die investierten Summen, die diesen Trend ausmachen. Ja, wenn wir also auf dem Wochenchart sehen, dass wir hier in einem Abwärtstrend sind, ja, dann sind das wirklich große Player, die sich hier aus diesem Wert verabschieden. Wenn wir im Wochenchart sehen, dass wir in einem sehr dynamischen, sehr starken Aufwärtstrend sind, dann ist das richtig Geld, was sich da bewegt. Wenn man solche Trends auf dem Minuten- oder auf dem 5-Minuten-Chart sieht, ja, dafür muss nicht viel bewegt werden. Das sind kleine Positionsgrößen, kleine Orders, kleine Volumina, die den Kurs da in den kurzen Zeitebenen schon bewegen. Bewegungen auf großen Zeitebenen verschlingen richtig Handelsvolumen. Ja, und deswegen ist das für mich immer wichtig zu sehen, wie laufen die einzelnen Zeitebenen vom Trend her. Und je größer die Zeitebene ist, die wir uns anschauen, umso verlässlicher sind die Informationen, die wir da bekommen. Ja. So, das ist also erstmal die Geschichte Trenderkennung. Ja, das läuft bei mir also wirklich ganz, ganz simpel. Ich zeige es noch mal kurz. Ja, gehen die roten Linien nach unten, sind wir in einem Abwärtstrend. Gehen die grünen Linien nach oben, sind wir in einem Aufwärtstrend. Ja, das ist hier wohlgemerkt Tageschart. Hier unten ist Wochenchart. Gehen die roten Linien nach unten, sind wir auf dem Wochenchart im Abwärtstrend. Gehen die grünen nach oben, sind wir im Wochenchart im Aufwärtstrend. Ja, und wenn man sich jetzt hier einfach mal kurz anguckt, wann die Situationen sind, wo das Ganze hier dreht, ja, von Long auf Short, von Short wieder auf Long, ja, dann sehen wir, wir sind relativ zügig dabei. Ja, im Prinzip ist hier einfach nur
diese Trendlinie gebrochen. Und in dem Moment, wo diese Trendlinie gebrochen ist, sind wir hier schon in der Short-Richtung unterwegs. Und hier haben wir das erste Mal steigende Hochs, steigende Tiefs. Ja, in dem Moment, wo wir hier rausgehen, über das Hoch drüber gehen. Und schon sind wir hier auch wieder in einem intakten Aufwärtstrend. Ja, das bedeutet für mich am Ende nichts anderes als hier handle ich Long-Positionen, hier handle ich Short-Positionen und da handle ich wieder Long-Positionen. Ja, so sieht das für mich aus. Zusätzlich sichere ich das Ganze halt noch über den Wochentrend ab. Ja. In dieser Situation hier zum Beispiel, Mai, Juni sind wir auf dem Tageschart im Abwärtstrend. Mai, Juni waren wir aber, das ist diese Korrektur, die hier zu sehen ist. Mai, Juni waren wir aber im Wochenchart noch aufwärts gerichtet und deswegen würde ich in dieser Situation keine Short-Positionen aufbauen. Ja, weil dann häufig die Bewegung einfach nicht groß genug ist, nicht weit genug geht, dass man da vernünftig drauf verdienen kann. Wenn sich Tagestrend und Wochentrend widersprechen, dann lasse ich diese Trades, die sich da entwickeln, lieber aus. Ja. Das heißt am Ende, wir waren über die gesamte Zeit, die hier oben abgebildet ist, im Wochenchart im Aufwärtstrend. Ja, und dann ist die Einschränkung, die daraus entsteht, hier wird long gehandelt, hier wird gar nichts gehandelt, solange wie wir hier rot sind. Und erst wenn wir wieder grün sind, wird wieder long gehandelt. Ja, so funktioniert das Ganze. Da habt ihr jetzt, glaube ich, schon mal einen ganz guten Einblick. Und da muss man eben, wie gesagt, hier nichts rechnen. Man muss keine Hochs und Tiefs zählen. Man muss keine Trendlinien anlegen. Ich habe wirklich nur diesen Indikator, der mir einfach den Trend angibt und fertig. Und das Schöne daran ist, dass man den eben jetzt in diesen automatisch generierten Signalen ganz einfach mitverwenden kann. Ja, nämlich, dass man einfach prüft, ist der größer 0 oder ist der kleiner 0. Okay. So, dann hatten wir ja gesagt, die eine Variante ist Trend, die andere Variante ist relative Stärke. Ja, und ich benutze hier für diese Aktientrades nicht den klassischen RSI, ja, also nicht diesen relative Stärkeindex, sondern da ist das Wort alleine oder der Name alleine auch schon völlig irreführend. Ja, ein RSI-Indikator hat nichts zu tun mit einer relativen Stärke von einer Aktie gegenüber einer anderen, sondern ein relative Stärke-Index, ein RSI, ein klassischer RSI, der gibt eigentlich eher eine innere Stärke eines einzelnen Wertes wieder. Ja, das hat also wenig mit einer tatsächlichen relativen Stärke im klassischen Sinne zu tun. Sondern wenn man eine relative Stärke betrachten will, dann ist man viel besser damit bedient, wenn man sich dem RSL bedient, also der relativen Stärke nach Levy. Ja, das ist die Formel dafür, die relative Stärke nach Levy. Wenn man sie ganz klassisch verwendet, dann läuft die in der 27-Wochen-Einstellung. Und in der 27-Wochen-Einstellung heißt das Ganze also aktueller Wochenschlusskurs geteilt durch den durchschnittlichen Wochenschlusskurs der letzten 27 Wochen. Ja, das ist also ziemlich genau ein halbes Jahr. Und das wird also die relative Stärke von einzelnen Aktien, die man eben miteinander vergleicht, in einem bestimmten Zeitraum bestimmt. Ja, und klassischerweise ist das 27 Wochen. Das müsst ihr jetzt aber auch nicht rechnen. Das ist also nichts, was ihr irgendwie händisch machen müsst, sondern auch das übernimmt am Ende die Handelsplattform für euch. Ja, und hier kam auch schon eine Frage vom Nabil. Meine Indikatoren gibt es aber doch nur für den Agena Trader, ob das richtig ist. Ja, das ist richtig. Die gibt es nur für den Agena Trader. Das ist aber jetzt hier in dem Moment überhaupt kein Problem, weil ihr ja, wie gesagt, von FX Flat einen Agena Trader inzwischen kostenlos gestellt bekommt. Ja, da gehen wir nachher noch mal kurz drauf ein, wie das Ganze funktioniert. So, und diesen RSL, den können wir jetzt auch ganz einfach und ganz simpel hier im Agena Trader verwenden. Und zwar brauchen wir uns den auch gar nicht im Chart anzeigen lassen und jetzt die verschiedenen Charts wieder optisch miteinander vergleichen, sondern ich lasse den einfach hier in dieser Liste einblenden. Ja, wenn wir gleich in die Handelsplattform schalten, dann werdet ihr sehen, wie das bei mir aussieht mit den Listen. Da kann ich euch auch noch mal zeigen, wie man das da einstellt. Aber
Im Prinzip wird einfach dieser RSL hier in dieser, im Agena Trader nennt sich das List-Chart-Gruppe, also in der Liste der ganzen Aktien, die für euch interessant sind, eingeblendet. Und dann könnt ihr sogar die Werte nach relativer Stärke zu relativer Schwäche sortieren. Ja. Und dann seht ihr eben automatisch, welche Werte die stärksten sind und welche die schwächsten sind. Ja. Und über 1 ist immer stark, unter 1 ist immer schwach. Na, und da geht es im Prinzip der Reihenfolge nach. Und deswegen haben wir hier auch so einen schönen Trendmarkt einfach jetzt gerade drauf, weil das auch eine Aktie ist mit einer sehr hohen relativen Stärke nach Levi aktuell. Ja. Also auch das hier kann man sehr, sehr gut verwenden, um zu beurteilen, welche Setups, die sich ergeben, man denn gerne traden möchte. Ja, wir haben jetzt hier in der linken Spalte die ganzen Signale. Ich zeige das mal gerade. Ja, das ist hier in dieser Spalte. Da tauchen automatisch die Handelssignale auf jeden Tag. Also das, was sich nach den Strategien, die bei mir da hinterlegt sind, was sich nach diesen Strategien momentan gerade ergibt als gute Wahrscheinlichkeit für kurzfristige Trades. Gehen wir gleich noch mal ganz kurz darauf ein, was das hier für Setups sind. Aber prinzipiell geht es jetzt mal darum, wenn ich jetzt hier irgendein Setup angezeigt bekomme, ein Long Setup, ja. Wie das hier zum Beispiel. Das ist also ein Setup, das nennt sich Expansion Breakout, kommt aus dem Buch Hit and Run Strategien von Jeff Cooper. Sind super gute kurzfristige Trading-Strategien, die da drin sind für Aktien. Und davon habe ich auch ein paar hier verwendet und hier hinterlegt. Und wenn ich jetzt sehe, alles klar, ich habe hier ein Expansion Breakout auf der Long-Seite. Dann kann ich erstmal direkt schauen, wie sieht denn das Ganze hier aus vom Trend? Ja, und da sehe ich, das ist ein Long-Term aufwärts gerichteter Wert. Und ich sehe auch, dass meine Indikatoren sowohl auf Tagessicht als auch auf Wochensicht hier einen intakten Aufwärtstrend anzeigen. Und ich sehe hier auch gleich, dass dieser Wert eine hohe relative Stärke hat. Und wenn ich das sehe, dann ist das etwas, was ich gerne verwende oder ein Wert, den ich gerne handeln würde auf der Long-Seite. Ja, und wenn sich dann eben Long-Setups ergeben, dann nehme ich die ganz gerne. Ja, hier haben wir jetzt auch sowas, Horton. Ja, da hat sich ein anderes Setup ergeben, ein 180. Aber im Prinzip sehe ich hier genau das Gleiche am Ende wieder. Ich habe einen Wert, der in einem klaren Aufwärtstrend ist, der eine hohe relative Stärke besitzt momentan, ist also ein Wert, den ich durchaus auf der Long-Seite nehmen würde. Ja, Lululemon. So, Moment. So. Ja, Lululemon Athletic. Auch ein Wert, der sehr, sehr schön im Aufwärtstrend läuft, auch eine hohe relative Stärke, hatte hier ein Reversal an dem Tag. Ein Reversal Setup, auch für die Long-Richtung, ist auch gut geeignet, das Ganze zu handeln. So, und jetzt haben wir hier unten bei Western Digital ein Short Setup drin. Das heißt, in dem Kursverlauf hat sich ein kurzfristiges Short Setup entwickelt, ein Expansion Pivot Short. Ich sehe aber sofort, dass diese Aktie in einem Aufwärtstrend ist. Also sowohl auf dem Tageschart als auch auf dem Wochenchart ist die Aktie in einem Aufwärtstrend. Und die besitzt einen relativ hohen RSL-Wert, also eine relativ hohe relative Stärke. Ja, ist also kein Wert, den ich gerne shorten möchte. Und damit fällt dieses Setup schon mal raus. Ja. So, das gucken wir uns, wie gesagt, gleich noch auf der Live-Plattform an. Aber so im Prinzip habt ihr jetzt schon mal gesehen, wie bei mir der Filterprozess läuft für kurzfristige Aktientrades. Ja. So, und die Trading Setups, die ich dann nachher handle, davon haben wir uns jetzt auch schon ein paar angeschaut, die erfolgen aufgrund bestimmter Einstiegssetups. Ja, da ist ein 1, 2, 3, 4 Setup hinterlegt, ein Lizard, ein 180, Reversal, Expansion Pivots, ja, Expansion Breakouts, das sind also alles so Jeff Cooper Setups. Dann nutze ich Setups von Larry Williams,
die hier mit dem 14er gleitenden Durchschnitt arbeiten. Ich nutze hier Setups von Linda Raschke, zum Beispiel den Holy Grail, der mit dem 20er gleitenden Durchschnitt arbeitet. Ich arbeite auch mit Ichimoku-Setups, die sind auch nicht schlecht. Ja, da kann man wirklich gut mitarbeiten. Gibt es manchmal schöne Umkehrsignale, ja, wenn also Korrekturen abgeschlossen sind, na, und ein Wert bricht dann wieder aus der Wolke aus und die zwei signalgebenden Linien schneiden sich, dann hat man da häufig auch schöne Setups. Das sind alles Dinge, die ich mir also vollautomatisch anzeigen lasse. Aber ganz wichtig, ich handle dann eben nur Werte, die entweder in starken, stabilen Trends sind oder die eine hohe relative Stärke für Long Trades oder eine sehr, sehr niedrigen RSL-Wert für Short Trades haben. Ja. Und das kann ich eben über diese Maske, die ich da verwende, ganz einfach mir anschauen. So, ich gehe jetzt einfach mal in die Handelsplattform rein. Moment. Einmal den Datenfeed hier verbinden. So. Und dann muss ich noch auf den FX Flat Arbeitsplatz gehen. So. So, das dauert jetzt einen kleinen Moment, bis die reingeladen sind. Und ich habe ja gerade schon ganz kurz gesagt, das hat ja einen Grund, dass wir das Ganze hier machen. Und zwar, eigentlich hat es zwei Gründe. Grund Nummer eins ist, man kann tatsächlich bei FX Flat zu absoluten Spottkonditionen Aktien CFDs handeln. Ja, und das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Es gibt hier keine Commissions auf Aktientrades. Das ist bei anderen Brokern ganz anders. Da werden teilweise 16, 17, 18 Euro für einen Roundturn an Commissions abgezogen. Egal wie klein die Position ist. Und ich sage mal gerade, CFD-Trading ist ja jetzt was für Händler, deren Konto vielleicht nicht groß genug ist, dass es Sinn machen würde, physische Einzelaktien zu handeln, sondern dass man damit dann lieber auf ein CFD geht, wo man dann vielleicht auch den Vorteil hat, bei einer Amazon mal nur 0,5 zu handeln oder so. Ja, das macht dann also auch durchaus Sinn, nur dass man nicht da direkt 1.700 oder 1.800 Dollar investieren muss für eine Aktie. Ja, es gibt da auch die Margin-Regelung bei den CFDs, das heißt, es muss immer nur ein kleiner Teil hinterlegt werden von dem, was ihr da entsprechend bewegt. Ja, und dadurch hinterlegt ihr eben bei einer Amazon-Aktie keine 1.700 Dollar, sondern ich glaube 1 zu 5 ist bei Einzelaktien der Hebel. Ja, dann seid ihr da irgendwo bei 330, 340 Dollar, die ihr hinterlegt, um eine Amazon-Aktie zu handeln. Und dann macht das Ganze natürlich schon Sinn, ja. Und insofern, das Einzige, was ihr bei FX Flat für Aktien-CFDs bezahlt, ist der Spread. Und dann gibt es natürlich für die Finanzierungskosten, also wenn ihr solche Positionen über Nacht haltet, da wird euch ja quasi 4/5 eurer Position geliehen. Die braucht ihr ja nicht selber hinterlegen, sondern das Geld wird euch auch quasi vom Broker geliehen. Dafür fällt natürlich eine kleine Gebühr an, das ist ganz normal. Aber ihr habt eben den Vorteil, dass ihr hier keine Commissions zahlt. Das heißt, wenn ihr Aktientrades macht, die ihr innerhalb des Tages wieder schließt, ja, und einige von diesen Setups, die hier bei mir hinterlegt sind, sind tatsächlich dafür gemacht, dass man die zwar aus dem Tagesschart zieht, das heißt, das Grundsetup kommt aus dem Tagesschart, der Trade an sich wird dann aber intraday ausgeführt und man zieht dann Stops zum Beispiel im 15-Minuten-Chart hinterher. Ja, da gibt es dann also im Handbuch auch entsprechende Beschreibungen, wie diese einzelnen Strategien aufgebaut sind und was da die ja der Grund im Prinzip ist, warum diese Signale angezeigt werden und dann entsprechend auch, wie man diese Positionen dann trailen kann. Ich kann euch das gleich mal an einem Beispiel auch zeigen.
Der Ulrich fragt, welche Aktien CFDs sind möglich? Da gibt es jetzt bei FX Flat momentan, also ich habe jetzt hier eine Liste von 93 Aktien, die man hier handeln kann. Ja, das ist nicht wenig. Das ist am Ende schon mehr, als wir bei den Forex Majors und Minors haben. Ja, da haben wir also schon eine ganze Menge, an denen wir hier suchen können. Und am Ende ist es so, es entstehen jeden Tag Handelssignale und ihr könnt gar nicht alle Signale, die entstehen, jeden Tag umsetzen. Von daher ist es gar nicht so schlecht, wenn zumindest für den Anfang mal diese Liste so ein bisschen beschränkt ist und wir jetzt nicht die Möglichkeit haben, vielleicht alle 500 S&P-Werte hier zu screenen. Weil bei 500 S&P-Werten, da kommen wir mal locker auf 30, 40 Trade-Gelegenheiten am Tag. Und da ist es am Anfang sehr schwer, irgendwie sinnvoll rauszufiltern, welche man jetzt umsetzen möchte und welche nicht. Ja, und wenn man dann übereifrig ist und versucht, 5 oder 6 gleichzeitig da umzusetzen und um 15:30 Uhr oder jetzt im Moment um 14:30 Uhr in der Markteröffnung, dann versucht überall die Orders reinzulegen und vielleicht dann auch 3, 4 Positionen parallel hält, bei denen man dann gleichzeitig die Stops hinterherziehen muss, ist das nicht so sinnvoll. Ja, von daher finde ich das gerade für einen Einstieg, wenn man aus diesem Bereich noch ein bisschen unerfahren ist und vielleicht noch gar nicht viel Intraday getradet hat auf Aktien, weil es doch ein bisschen anders ist als jetzt ein klassischer Forex-Handel, dann ist das eine ganz schöne Geschichte. Ja, und wenn wir hier mal kurz über die Liste schauen, dann sehen wir, dass da im Prinzip viele von den wirklich großen, guten Aktien, die man so immer wieder in Amerika bewegt, ja, dass die in dieser Liste hier enthalten sind. Ja, bei mir läuft ganz, ganz viel CNBC Europe im Fernsehen. Und da sind das eben immer wieder die klassischen großen Aktien, um die es hier geht, die eben wichtig sind. Und wenn man sich sowas anschaut wie Earnings Whispers, ja, was die für Aktien eben bekannt geben, die jetzt irgendwie reporten, wir haben ja im Moment gerade wieder Earnings Season, dann sind da die ganzen großen Werte auch mit bei. Ja, das ist dann, keine Ahnung, heute ist ja vor der Markteröffnung ist Pfizer gekommen und GM und so. Das sind also auch Werte, die hier enthalten sind. Ja, morgen haben wir Apple, Facebook, ja, CME Group. Also morgen sind auch wieder wirklich große Werte dabei, die noch melden. Heute nachbörslich noch EA und AMD sind somit die größten, glaube ich, die heute noch reporten. Also es ist eine interessante Trading-Woche wieder. Die letzte Woche war schon super interessant. Inzwischen hat so ungefähr die Hälfte der S&P-Unternehmen hat reported. Ja, dann werfen wir jetzt einfach mal auf den Blick auf das, was hier läuft. Hier laden die letzten Werte noch rein. Bei mir dauert es heute sehr lange. Ich glaube, weil GoToWebinar parallel läuft. Auf jeden Fall geht das normalerweise deutlich schneller. Wir können einfach mal schauen, was hier im Moment jetzt schon mal drin ist. Also, das, was sich bis jetzt hier erkennen lässt, ist, dass wir ein Long Setup hier haben bei Alphabet. Das ist also die Google-Mutter. Dann haben wir hier ein Long Setup bei Qualcomm, ein Short Setup bei Xilinx. Ja, das ist ein Tech-Wert, ein ganz interessanter. Und da gehen wir gleich mal ein bisschen auf die Charts. So, das ist die Alphabet, die hat gestern nachbörslich Zahlen gebracht. Ah, der André fragt hier noch, welchen Datenfeed ich empfehle. Ja, das kommt so ein bisschen drauf an, wofür. Also, wenn ihr hier mit dem FX-Flat-Konto arbeitet, dann braucht ihr ja gar keinen Datenfeed. Ja, dann gibt es die Datenfeeds kostenlos vom Broker oben mit drauf. Und das sind tatsächlich hier Daten, mit denen ihr gut arbeiten könnt. Ja, ihr seht es, ich habe jetzt ja hier die Google-Aktie offen. Da sind wir hier locker bis 2014 zurück. Ja, wir kommen hier also bis 2004. Ja, kommen wir hier in dem Kursdatenfeed zurück. Das ist also sehr, sehr viel, was hier geliefert wird für ein CFD. Da kann man super gut mitarbeiten. Und da braucht ihr dann am Ende gar keinen Datenfeed. Wenn ihr jetzt physische Aktien handeln wollt, dann braucht ihr natürlich einen Datenfeed. Ja, und da gibt es also mehrere Möglichkeiten. Ich arbeite hier mit IQ-Feed. Ach so, ich sehe gerade auch, ich habe hier die physischen Aktien drin. Das ist nicht der FX Flat Feed.
Das ist jetzt der IQ-Feed, den ich hier drin habe. Das sind also die physischen Aktien. Ihr kriegt aber nichtsdestotrotz bei FX Flat eben auch die Kursdaten, die ihr braucht, um zumindest hier die wichtigen Indikatoren anzeigen zu können. Ja, also die Trendindikatoren auf Wochensicht und auf Tagessicht und eben auch um hier entsprechend Zeichnungen zu machen, ja, und zu gucken an den All-Time-Highs, wo wir hier im Moment gerade stehen, und dann eben eure Order hier direkt über den Chart reinlegen könnt. Wenn ihr, wie gesagt, diese physischen Aktien noch dazu haben wollt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist IQ-Feed, mit denen ich arbeite. Das empfiehlt sich aber nur dann, wenn man überwiegend mit US-Werten und Futures handelt. Wenn man europäische Werte auch mithaben möchte, dann ist es wirklich Lenz und Partner, die hier, also Taipan ist der Datenfeed von denen, die hier dann prädestiniert sind für Aktien. Ja. Genau, bei CapTrader kostet das was. Ja, der André fragt hier gerade, bei CapTrader kostet das was. Da müsst ihr also für die Kursdatenversorgung auch ein bisschen was bezahlen. Das ist alles nicht teuer. Ja. So. Genau. Ja, das ist alles nicht teuer. Aber ihr müsst das eben ein bisschen bezahlen. Hier CFD-Bereich müsst ihr das nicht bezahlen. Okay. Ach so. Ja, eine kleine Korrektur muss ich noch anbringen hier. Ich habe eben gesagt, das ist hier ein Handel ohne Commission. Der ist natürlich nicht ganz ohne Commission, aber es ist ein Handel ohne Mindestcommission. Ja, das heißt, wenn ihr sehr kleine Stückzahlen tradet, dann zahlt ihr quasi gar keine Commission. Ja, wenn Ich ihr kann nachher ein bisschen. Ja, bitte. nur ganz kurz hinzufügen. Ja, Genau, das du wäre hast es gut. ja richtig gesagt. Mindestkommission haben wir nicht. Also Sie können auch wirklich ein CFD handeln und bezahlen auch nur für ein CFD. Und ich glaube, mit den Gebühren sind wir ganz gut aufgestellt. Also zum Beispiel für US-Aktien-CFDs, da bezahlen Sie 4 Cent pro CFD Roundtier. Ja. Ja, also gar nichts quasi. Ja, genau. Und deutsche Aktien-CFDs 0,09%. Okay, ja, das ist ja, ja. Also ich denke, das findet man nicht nochmal irgendwo anders, wenn man Aktien-CFDs handeln möchte. Das ist also ein Pricing, was echt konkurrenzlos ist, zumindest aus meiner Erfahrung. Und von daher bietet sich das natürlich hier insbesondere an, kurzfristig diese Aktienpositionen auch mal wirklich nur über den Tag zu halten. Na. Der Mohi fragt ja, ob man bei FX Flat auf Futures handeln kann. Ja, kann man. Ja. Inzwischen geht das. Das geht über einen MetaTrader 5. Da sind also auch die ganzen Mikros mit dabei. Da kann man dann den S&P Mikro und den Dow Mikro und die Minis kann man auch alle handeln, den DAX, den Bund. Ja, also die Standard Futures kann man inzwischen auch handeln. Okay, das ist aber nochmal ein anderes Thema. Da können wir eigentlich auch nochmal was zu machen, dass wir speziell nochmal auf die Futures schauen. Da ist nämlich auch noch ein ganz, ganz schönes Gimmick dann hier mit bei ab dem nächsten Update. Da machen wir dann nochmal ein schönes Webinar zu, wenn wir das nächste Update hier vom Add-on gemacht haben. Dann kommen wir nämlich nochmal in diesen Futures-Bereich, der dann super interessant auch wird. Aber erstmal beschäftigen wir uns jetzt hier mit den Aktien. Und jetzt haben wir hier Folgendes. Diesen Arbeitsplatz, der jetzt hier eingestellt ist, der hier voreingerichtet ist, den kann man mit diesem Add-on, mit diesem Enforcer-Add-on im Prinzip 1:1 genauso darstellen. Ja. Und dieses Enforcer-Add-on, das kostet normalerweise Geld. Das gibt's, wenn ihr jetzt ein Konto eröffnet bei FX Flat und macht das über diesen Link, der hier abgebildet ist. Das Ganze findet ihr auch nochmal bei mir auf der Website. Ich hole das mal gerade ganz kurz hier rein. So, und zwar hier in diesem Bereich auf meiner Seite daytradingcoach.de Handelskonto FX Flat. Ja, da seht ihr hier diese Sonderaktion. Ja, wenn ihr über den linken Konto eröffnet, dann kriegt ihr
dieses Enforcer Add-on tatsächlich für 2 Monate kostenlos. Das heißt, ihr bekommt zum einen die Mercury-Version vom Agena Trader gestellt, kostenlos. Ja, wenn ihr ein Live-Konto eröffnet, braucht ihr das nicht bezahlen. Und kriegt dann nochmal für 2 Monate obendrauf dieses Enforcer Add-on und könnt diese ganzen Arbeitsplätze, so, die ich hier drauf habe, könnt ihr 1:1 genauso einfach öffnen. Da müsst ihr dann hier nur die Kursliste reinladen von FX Flat und dann habt ihr eben genau diese Darstellung. So, was jetzt hier das Besondere ist, diese ganzen Strategien, die hier hinterlegt sind. Ja, das sind die ganzen Strategien, die hinterlegt sind. Die kann man sich also mit einem Klick hier anzeigen lassen. Und das sind auch die, die hier links in dem Signalbalken automatisch angezeigt werden, wenn wenn ein Signal auftaucht. Ja, das sieht in der Mercury-Version ein bisschen anders aus. Das, was ich jetzt hier habe, ist die Andromeda-Version. Es gibt aber auch einen Arbeitsplatz hinterlegt für die Mercury-Version. Da sieht es ein bisschen anders aus. Da taucht das nicht in einer Spalte auf, sondern da hat jedes Signal seine eigene Spalte. Aber das, was ihr da seht, ist am Ende das Gleiche. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal auf die Google gehen, da hatten wir ja hier einen sehr schönen Aufwärtstag. Ja, und das, was hier passiert ist, ist, ich vergrößere das mal kurz. Ja, wir sind an diesem Handelstag hier einmal kurz nach unten rausgebrochen, haben also ein Tagestief gemacht, was unter dem Tief vom Vortag lag und haben dann hier oben drüber geschlossen. Haben also eine Kerze, die erst ein Tief gemacht hat und dann ein Hoch gemacht hat. Ja, die hat noch ein, zwei andere Bedingungen erfüllt, die erfüllt sein müssen. Und das, was dann hier passiert ist, entsteht ein Signal. Das Ganze ist also ein Reversal Setup. Das nennt sich ein Reversal Setup. Und das ist ein Long Setup für die Long-Richtung. Und ich kann jetzt mal kurz zeigen, wie ich das bei mir aufbaue. Ich öffne den Chart jetzt einfach nochmal in 15 Minuten. So. Ja, im 15-Minuten-Chart. Und dann zeige ich euch einfach mal, wie sowas aussieht. Na, wenn wir also diesen Handelstag hier durch haben, den 25. Oktober, das war der Freitag, dann können wir über das Wochenende schön unsere Analysen machen und sehen, okay, wir sind hier in einem Long Setup, sehen auch unten auf dem Wochenchart gleich, dass das genau im Bereich dieses Hochs hier ist. Ja, das heißt, wenn wir am Montag über dieses Hoch ausbrechen, dann brechen wir auch über dieses Hoch hier von Juli 2019 aus. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass hier nochmal Druck kommt. Na, dass da ein paar Short-Positionen, wenn sie dann offen sind, glattgestellt werden. Oder eben Breakout-Trader hier liegen, die auf diesen Ausbruch warten und dann kaufen. So, und da warten wir dann einfach drauf am Montag, schauen uns dann am Montag an, wo die Eröffnung ist. Hier ist die Eröffnung schon oberhalb des Hochs vom Vortag. Das heißt, es wird direkt gekauft. Und dann zieht man einfach auf dem 15-Minuten-Chart hier den Stop hinterher. Und wie man das Ganze jetzt macht, ist jedem am Ende selbst überlassen. Ich arbeite gerne mit zwei verschiedenen Techniken. Das eine ist, ja, ist wirklich an den Tiefs hinterherzugehen. Das heißt, wenn ich an dieser Stelle hier die Position eröffne, dann liegt mein Stop erstmal hier unten, ja, am letzten Tief. Jetzt kommt die erste Bewegung nach oben, eine Korrektur, ein neues Hoch. Mit dem neuen Hoch gehe ich unter das Tief. Ja, hier kommt die Korrektur, ein neues Hoch. Mit dem neuen Hoch gehe ich unter das Tief und ich werde dann hier an dieser Stelle ausgestoppt. Ja, das ist eine Variante. Eine andere Variante ist einfach mit dem Donkian Channel zu arbeiten. Den können wir auch noch mal kurz hier einblenden. Ja, das kann man dann auch recht aggressiv gestalten. Na, hier so in der 5er-Einstellung. Das heißt, wenn ich es noch mal ein bisschen. So, wir brauchen ja nur den unteren. Ich lasse einfach die anderen mal nicht anzeigen. Dann kann man sich da ein bisschen besser drauf fokussieren. Ja, und dann haben wir hier im Prinzip unsere Linie, an der wir den Stop hinterherziehen können. Ja, und werden dann hier sogar noch ein bisschen besser oben bei 12,92 ausgestoppt. Ja, und hier hat man im Prinzip an einem Tag entweder
ja, 1,25% oder hier oben 1,4%, je nachdem, welchen Stop-Mechanismus man gewählt hat, entsprechend auf die Aktie verdient. Ja. Und so funktioniert das Ganze. Das ist also wirklich ein Intraday-Setup. Das ist dafür da, auch wirklich innerhalb des Tages hier wieder ausgestoppt zu werden. Oder wenn man nicht ausgestoppt wird, am Ende des Tages die Position zu schließen. Und so funktioniert das Ganze eben. Ja, und da kann man sich jetzt hier anschauen. Gestern hat sich hier auch was entwickelt. Ich nehme mal das Reversal wieder raus. Ja, gestern hat sich in der Google dann hier eben durch diese starke grüne Kerze und durch diesen Breakout nach oben hat sich hier etwas entwickelt. Das ist dieser Expansion Breakout. Den haben wir jetzt hier auch angezeigt. Ja, das ist genau das, was wir hier sehen. Wir sehen in unserer Liste, Achtung, bei Alphabet hat sich ein Signal entwickelt, Expansion Breakout. Und wenn wir uns das jetzt nochmal anschauen wollen auf dem Chart, dann gehen wir einfach hier in den Punkt Expansion Breakout, klicken einmal da drauf. Ja, und dann kriegen wir die ganzen Signale hier angezeigt, können auch gucken, was war hier in der Vergangenheit. Ja, das sind hier alles Expansion Breakouts. Und meistens hat sich der Kurs danach dann auch kräftig weiter nach oben entwickelt. Ja, hier genauso, hier genauso. Und hier sind wir dann ganz oben angekommen. Da hat es keine Fortsetzung mehr gegeben. Hier hat es keine Fortsetzung gegeben. Und hier heute hat es auch keine Fortsetzung gegeben. Das ist aber am Ende gar nicht schlimm. Denn wenn ihr euch das Handbuch dazu anschaut oder die Videoserie, die auch auf meiner Website hinterlegt ist, dann werdet ihr sehen, dass man hier immer erst dann einsteigt, wenn dieses letzte Tageshoch hier überschritten ist. Ja, das heißt, ich habe hier heute eine Long-Position, ein Einstiegs-Setup liegen gehabt in der Google. Falls die hier durchgeht, in der Alphabet-Aktie, dann hätte ich hier bei 1300 gekauft. Die ist direkt gefallen. Ja, macht auch keine Anstalten, hier heute innerhalb des Tages nochmal hochzukommen. Und damit ist das Setup dann einfach morgen für mich hinfällig. Die Order wird rausgenommen und dann hat sich das Ding erledigt. Ja. Und genau das Gleiche ist hier eben auch passiert. Na, wir sind nicht nach oben durchgekommen, also keine Position, Thema erledigt. Ja. Und so funktioniert eben dieses Add-on. Ah, der Ulrich fragt hier, was kostet das denn dann nach den 2 Monaten? Also nach den 2 Monaten kostet das 29 Euro im Monat. Aber es ist so aufgebaut, dass nach diesen 2 Monaten die Geschichte ausgelaufen ist. Ja, also das Add-on arbeitet nicht mehr. Euch wird nichts abgebucht, gar nichts. Ihr geht also da nicht irgendwie in eine Abo-Falle rein, ja, wo ich jetzt sage, haha, 2 Monate sind kostenlos und danach habe ich euch für 12 Monate da drin. Das ist nicht so. Nach den 2 Monaten ist diese Periode automatisch beendet und wenn ihr das dann weiter beziehen wollt, müsst ihr das händisch buchen. Ja, da müsst ihr aktiv werden. Ihr müsst das für 29 Euro im Monat buchen, könnt es aber jeden Monat auch wieder kündigen. Es gibt keine festen Laufzeiten. Ja, das ist also völlig egal. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn ihr euch die Zeit nehmt, das 2 Monate ein bisschen austestet, dann werdet ihr sehen, dass ihr in der Zeit deutlich mehr damit verdienen könnt, als euch das am Ende kostet. Und von daher ist das eine tolle Sache. Ja. Okay, so, was haben wir hier heute sonst noch für Setups drin? Hier ist noch ein bisschen was dazugekommen. Ja, AT&T ist reingeladen. Hier gab es ein Larry Williams Setup. Da sind wir nämlich hier über den 14er gleitenden Durchschnitt dynamisch drüber gegangen. Aber auch hier die gleiche Situation. Es gab kein neues Hoch. Ja, und damit ist die Order nicht ausgeführt und das Ding ist erledigt. Ja, so viel gibt es auch heute nicht. Was haben wir hier noch? Die Qualcomm sieht wahrscheinlich genauso aus. Ja, sieht ganz genauso aus. Hier ist das Setup, ist nicht getriggert worden heute. Aber wir haben hier 2 Short-Setups auch noch im Markt drin. Das ist einmal hier die Take-Two. Das ist getriggert. Ja, die Aktie ist hier drin. Im 15-Minuten-Chart sieht das Ganze so aus. Wir haben. Also, ich markiere mal das Tief von gestern. Das hier ist das Tief von gestern. Und da sind wir also heute direkt in der Markteröffnung. In der ersten Kerze sind wir unter das Tief von gestern gebrochen. Damit ist die Short-Position hier aufgebaut worden. Und die läuft eben auch noch im Moment. Ja.
hier funktioniert das Ganze jetzt wieder genauso. Na, wir fangen oben an mit dem Stop, entweder ganz weit, ganz dicht dran im 15-Minuten-Chart, wenn wir sehr aggressiv handeln wollen, oder wenn wir das als Swing-Einstieg haben wollen, dann kann man auch hier einen sehr weiten Stop nehmen am Hoch des gestrigen Tages. Ja, und wenn man jetzt aggressiv innerhalb des Tages das Ganze hier trailt, ja, dann sieht das jetzt so aus, dass wir hier, ich gehe mal mit einer anderen Farbe rein, ja, dass das hier die Swings sind, die der Wert bisher gemacht hat. Ja, das heißt, der Stop liegt jetzt hier aktuell bei 122,40, leicht im Gewinn. Wir müssen jetzt aber abwarten, wie sich diese Geschichte hier weiterentwickelt. Wir bräuchten jetzt erstmal eine Fortsetzung dieses Abwärtstrends, das heißt ein Unterschreiten dieses letzten Tiefs hier, damit der Stop an diese Stelle hier hinterherrutschen kann. Ja. Also ihr seht es schon, das ist eine ganz einfache Geschichte. Ja, das läuft hier wirklich charttechnisch ganz locker, ganz easy hinterher. Weil es eine Short-Position ist, können wir das Ganze jetzt hier natürlich auch so machen, dass wir einfach mal den Donkchen oben einblenden lassen. Ja, dann nehmen wir nämlich den unteren jetzt mal raus und nehmen den oberen hier rein. Ja, und da sehen wir jetzt über den Donkchen, wären wir hier an dieser Stelle schon auf den Tick genau ausgestoppt worden. Ja, und dann hätte man hier wirklich nur ein paar Cent pro Aktie verdient, von 122,19 runter auf 121,92. Ja, über diese relative Hoch-Tief-Geschichte ist man hier noch dabei. Muss ich jetzt aber auch dazu sagen, der Datenfeed, den ich jetzt hier eingeblendet habe, dieser IQ-Feed, der ist 15 Minuten verzögert. Im Moment stehen wir also hier bei 121,80 schon wieder. Ja, sind hier ein bisschen auf dem Weg nach oben. Das zweite Short Setup, das ist auch hier etwas, was ich gar nicht so gerne traden würde. Ja, warum? Naja, wir sind hier nicht in einem intakten Abwärtstrend. Ja, und zwar, wenn wir in einem intakten Abwärtstrend wären, dann wäre dieses Gersh-Down-Feld hier zu sehen. Ja, deswegen sind wir nicht auf allen Zeitebenen intakt abwärts. Was ist also hier passiert? Wir haben hier gerade auf dem Tageschart erst angefangen, wieder in den Abwärtstrend zu drehen, und der Wochenchart läuft hier noch in einem Aufwärtstrend. Ja, deswegen ist der Wert für mich gar nicht so interessant auf der Shortseite. Viel interessanter ist der hier, der Xilinx, denn da sind wir hier in einem intakten Abwärtstrend. Ja, sehen, die Woche hat hier abwärts gedreht. Der Tageschart ist hier schon die ganze Zeit abwärts. Das finde ich also viel interessanter hier in der Xilinx, die Short-Position hier genommen zu haben heute. Ja, können wir nochmal genau das Gleiche machen, 15-Minuten-Chart. Ihr seht auch schon, das ist hier verknüpft. Ja, dadurch, dass ich hier mit dem Rechtsklick diesen Chart geöffnet habe, ist jetzt diese Liste hier verknüpft mit dem 15-Minuten-Chart. Wenn ich also hier auf das Signal gehe, bin ich hier automatisch im 15-Minuten-Chart. Ja. Gehen wir hier nochmal ganz kurz das Gleiche durch. Tagestief gestern. Diese Stelle hier. Ja, sind wir nach einer Dreiviertelstunde heute im Handel nach unten weggebrochen. Die Sequenz, die wir jetzt hier sehen, ja, ist diese aktuell. Das heißt, wir haben mit dem Stop hier oben angefangen, liegen jetzt mit dem Stop hier, also noch minimal im Risiko. Ne, aktuell stehen wir so ungefähr bei 93,70. Nach dem relativen Hoch-Tief-Stop liegen wir hier noch bei 94,45 mit dem Stop. Mit dem Donkian-Channel liegen wir hier ganz dicht dran, schon bei 93,84. Da haben wir aber schon einen kleinen Profit abgesichert. Ne, das wäre also das hier, was schon als Profit abgesichert ist. Mit dem weiteren Stop wären wir hier noch ein paar Cent im Risiko. Ja, also so sieht das im Prinzip aus. So, der Wilfried fragt, gilt eine Vorab-Order bei einem Signal nur für die reguläre Handelszeit? Die Frage verstehe ich nicht so richtig. Es ist ja bei den Aktien sowieso so, dass die eben nur zur regulären Handelszeit gehandelt werden. Ja, ihr habt hier keine Möglichkeit, gerade auch bei diesen CFDs im außerbörslichen Handel irgendwie zu agieren.
Das heißt, die Setups, die hier dann drin sind, die laufen im Moment hier von 14:30 Uhr bis 21 Uhr, nach der US-Zeitumstellung auch wieder von 15:30 Uhr bis 22 Uhr. Ja, da machen die US-Märkte zu und dann hat sich das Ganze erledigt. Na. So, und das sind im Prinzip die Setups, die hier für heute drin waren. Mehr sind es heute gar nicht. Gestern waren es deutlich mehr, die hier drin waren. Ja. Okay. Also nochmal kurz zur Wiederholung. Ja, wenn ihr das testen wollt, ja, hier einfach auf diesen Link klicken, FX Flat Kontoeröffnung, dann kommt ihr hier hin. Ja, dann seht ihr das hier auch nochmal, Enforcer Add-on, 2 Monate kostenlos. Wenn ihr das über diesen Link macht, dann kriegt ihr auch direkt gleich die Mercury-Version vom Agena Trader, wo ihr dann euer FX Flat Konto anschließt. Ja. Und dann könnt ihr das Ganze einfach mal 2 Monate ausprobieren. Ja, bitte am Anfang immer schön mit kleinen Risiken. Ja, Wilfried, ich weiß das, aber die CFD ist hier nicht. Ja. Ich werde auch sehr vorsichtig, ne, mit Trades außerhalb der regulären Handelszeit. Ja. Okay. Ah ja, das ist noch ein Seminar von mir. Das Einzige, was in diesem Jahr jetzt noch stattfindet, wo noch Plätze frei sind, das ist das CUT Swing Trading Masterclass. Das ist ein bisschen ein anderes Thema als das, was wir hier heute gemacht haben. Da geht es um Rohstoffhandel, überwiegend Rohstoff und Währungen nach CUT-Daten. Da gibt es hier noch einen Link, aber das findet ihr am Ende, wenn euch da was interessiert, auch bei mir auf der Website. Da kann ich auch gerade noch mal kurz drauf gehen. Also, und zwar hier oben unter dem Punkt Ausbildung. Ja, da ist das gleich hier der erste Punkt. CUT Masterclass. Da sind noch ein paar Plätze frei. Und da findet ihr auch nochmal eine genaue Beschreibung, worum es da geht und was hier passiert. Ja, also falls euch das interessiert. Ansonsten findet ihr mich, ich gucke mal kurz in den Kalender, natürlich auf der World of Trading auch am FX Flat Stand. Da würde ich mich auch sehr freuen, wenn der ein oder andere da vorbeischaut. Und zwar am Samstag um 11:30 Uhr. Ja, am Samstag um 11:30 Uhr, da mache ich auch noch mal einen kleinen Vortrag, zeige da auch noch mal so ein paar Handelsstrategien für Aktien. Ich glaube, das wird ganz interessant werden. Also, falls von euch jemand auf der World of Trading ist, Samstag 11:30 Uhr am FX Flat Stand, dann könnt ihr mich auch noch mal ein bisschen mit Fragen löchern, wenn ihr denn wollt. Ja, das war es dann im Prinzip erstmal für heute. Ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Einblick geben, wie ich an das Swing Trading für Aktien rangehe, auch an das kurzfristige insbesondere. Ich weiß, dass das ein sehr, sehr breites Thema ist. Das ist sehr stark gefächert. Da könnte man eigentlich eine ganze Woche mit verbringen. Ich habe versucht, euch einen kleinen Einblick zu geben hier in 60 Minuten. Ich hoffe, das hat geklappt. Würde mich sehr freuen, wenn ihr Lust drauf hättet, dieses Add-on einfach mal auszuprobieren. Es gibt, wie gesagt, ein ausführliches Handbuch dazu, wo die ganzen Strategien auch nochmal beschrieben sind, die dahinterlegt sind, dass ihr das ein bisschen besser einordnen könnt. Und habe euch ja jetzt schon mal gezeigt, wie ihr da ungefähr eine Auswahl finden könnt an Trading-Kandidaten, die vielleicht für den Tag interessant sind. Ja, gut, dann bedanke ich mich nochmal hier ganz recht herzlich auch bei FX Flat für die Chance, euch hier ein bisschen was zu erzählen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und das war es dann hier auch von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, super. Vielen, vielen Dank, Martin. Auch, dass du die Aktion bzw. dein Angebot unseren Neukunden zur Verfügung stellst. Wirklich prima. Und ich freue mich natürlich auf deinen Vortrag bei uns am Stand, hast du schon gesagt. Und möchte mich bedanken bei allen Teilnehmern heute Abend, die live dabei waren. Hat mich sehr gefreut. Und wir haben das Ganze ja aufgezeichnet. Sollte dann im Laufe der Woche auf jeden Fall online gestellt werden. Und bis dahin passen Sie auf viele Positionen auf. Könnte diese Woche vielleicht noch ein bisschen turbulent werden, je nachdem. Und wäre auch nicht verkehrt.
Und ansonsten, ja, erfolgreiche Woche, schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Bye-bye.